Pilz. Der Kreisauer Kreis will, dass ich Ihnen die Stadt zeige. Hier ist eine Karte der Stadtmitte von Isenstadt. Ich habe die wichtigen Bereiche auf Ihrer Karte markiert und werde sie gegebenenfalls aktualisieren. Ja, ihr Lieben, und schon sind wir wieder in Wolfenstein drinne. Es ist Dienstagnachmittag und dann beginnen wir auch hier direkt in der Stadtmitte West. Wir sollen zum Schwarzmarkt von Isenstadt. Möchte gerne hier wieder raus. Achten Sie während Ihrer Mission auf alles Ungewöhnliche. Das kennen wir schon aus... Ihr Tagebuch wird sich für Sie als unschätzbares... Zweifellos werden Sie sich nach dem Kampf am Bahnhof neu ausrüsten müssen. Ich begleite Sie zum Schwarzmarkt, der hier ganz in der Nähe versteckt ist. Danach stelle ich Ihnen Caroline vor. Ja, ein Zuschauer hat im letzten Part was gepostet. Und zwar hat er gepostet, dass der Sound immer noch so laut wäre vom Spiel. Und da wollte ich euch einfach mal fragen, wie seht ihr das, beziehungsweise wie hört ihr das? Ich bringe Sie zum versteckten Schwarzmarkt. Ja, Moment. Wie hört ihr das? Ist der Sound okay oder ist das laut oder ist er eher zu leise? Kurzes Feedback unter den Kommentaren posten. Und dann, Agent Laskowitz, zum Schwarzmarkt geht es hier entlang. Weiß ich mehr, und da wir gerade ein bisschen, da er... Der versteckte hier Schwarzmarkt ist hinter dieser Tür. Gehen Sie hin und sprechen Sie mit dem Verkäufer. Dann bringe ich Sie zum Unterschlupf des Kreisauer Kreises. Lass mich doch mal ausreden, du Vollhorst! Ja. Was wollte ich sagen? Wir sollen jetzt hier zum Schwarzmarkt. Oh, Blut. Aber wichtig ist, dass wir halt immer so die gesamte Stadt erkunden für Sachen wie, Moment, wo hab ich das denn? Sowas hier zum Beispiel, für Geheimdokumente, Geld, Bücher und sonstige Sachen. Deswegen halt immer mal die Stadt erkunden und Sachen finden. Ich werde nicht alles im Let's Play machen. Vieles werde ich offscreen machen, weil es doch eine Menge Zeit kosten wird, wenn man alles komplett durchsuchen muss, um alles zu finden. Und ja, so, wir sollen jetzt, ja, uns wird uns angezeigt, wir sollen tiefer, noch tiefer, und hier ist der Eingang zum Schwarzmarkt. Da sollen wir jetzt hin. Sie sehen wie ein Amerikaner aus. Nö, weißt du? Ich bin Russe. Ich bin Ruski. Was kann ich für dich tun, Wladimir? Haben Sie Stefan und Anton schon getroffen? Es sind Brüder. Sie betreiben das Ganze hier. Stefan ist der Kopf der Operation, während Anton die Sachen auf der Straße regelt. Sie haben eine gemeinsame Leidenschaft. Geld. Denken Sie nicht, wir seien Kriminelle. Wir sind Geschäftsleute. Und seit die Wölfe da sind, läuft das Geschäft gut. Wir verdienen mit Nahrung und Medizin allein schon ein Vermögen. Hoffentlich hauen die nie wieder ab. Und doch, ich werde dafür sorgen, dass ich die Wölfe oder auch Nazis genannt, ist eine kleine Dialogsensur. Ich werde dafür sorgen, dass ich die aus diesem Land hier vertreiben kann. Hier gehören sie nicht hin. Ich werde sie vertreiben, das schwöre ich. So, nach der Aktion können wir nochmal hier einen Blick reinwerfen. Falsch. Echtes deutsches Geld. Echte deutsche Mark. Ach, wie ich die Mark vermisse. Damals war alles viel besser. Auch das Geld. Denn der Euro, wie man so schön sagt, ist teuro. So, ich wir sollen. Muss dich loben, kleiner Bruder. Nicht jeder kommt auf die Idee, Waffen von einem Zug zu stehlen, auf dem sich Wölfe ein Feuergefecht liefern. Ach, dieser Dialogsensor geht mir so auf den Sack. Guck mal, Bruder, das ist der Amerikaner, der den Munitionszug zerstört hat. Ich habe diesen Mann kämpfen sehen. Wussten Sie, dass die Wölfe eine Belohnung auf ihren Kopf ausgesetzt haben? Aber keine Sorge, wir werden sie nicht ausliefern. Zumindest jetzt noch nicht.
Glaubst du, man kann ihm trauen, Anton? Sieh dir nur das Feuer in seinen Augen an. Das ist ein Mann, der für den Erfolg alle Regeln bricht. Er ist wie wir. Sehen Sie sich um, Amerikaner. Was Sie sehen, gehört Ihnen, wenn Sie es bezahlen können. Geben Sie uns nur keinen Grund, Ihnen nicht mehr zu trauen. Ach, ich bin mir sicher, wir werden gute Freunde sein, Stefan. Und wenn nicht, nun, es gibt immer noch eine Belohnung für ihn. Noch ein Wort oder ich liefere euch aus an die Nazis. So ja hier nicht, ne, mit mir so reden da. So, da können wir noch nicht durch, erst später. Ja, wir werden nach und nach die gesamte Stadt erkunden und freischalten, dass wir dann halt auch durch die Kanalisation immer so versteckt rumlaufen können. Was wir gelegentlich auch brauchen müssten, ja. So, Meister, was ist? Kann ich Ihnen helfen? Ach. Wir stehen nur so vor dir rum, weil Spaß macht. So, wir haben 3500 Token. Was kaufe ich denn hier mal? Erstmal die MP40. Rückstoßdämpfer. Fügt eine Mündungsbremse an und ein Entlüftungssystem hinzu, um den Rückschlag und das Verziehen pro Schuss zu reduzieren. Auf jeden Fall erforderlich. Kaufen wir mal. Und den Dämpfer. Fügt Mündungsfeuer und Schalldämpfer hinzu, die es besonders aus Deckung heraus schwerer macht, den Schützen ausfindig zu machen. Ja. Ich bin jetzt nicht so der Stealth-Freak. Einen anderen mal. So, so Waffenliste. Eine Karabiner. Sehr wichtig, Laufverbesserung. Verbessert die Waffe mit einem stärkeren Drall, sodass die Genauigkeit erheblich gesteigert wird. Wichtig. Kaufen. So, was noch wichtig ist, der Ladestreifen. Passt den Lademechanismus an, um einen Ladestreifen mit 5 Kugeln aufzunehmen. Statt Kugeln einzeln zu laden, verringert die Ladezeiten erheblich. Kaufen wir auch mal eine Runde. Zack. Erworben. So, was können wir hier? Nein, sie können hier noch nichts kaufen. Dazu haben wir noch nicht die nötigen Sachen freigeschaltet. Dann können wir eigentlich noch Munition kaufen. So, davon haben wir genug. Ist von Karabiner, möchte ich noch Munition. Zack, voll. So, dann kaufe ich noch von Granaten einige. Na. So. Und die letzten 375 Tacken belasse ich noch. So. Jetzt sind wir erstmal aufgestockt und Waffen verbessert, dass sie jetzt wieder in Action treten können. Dann wieder hier hoch. Kommen Sie mit mehr Geld zurück. Das mache ich garantiert. Sehr gut. Folgen Sie mir. Ich bringe Sie zum Unterschlupf des Kreisauer Kreises. Caroline will Sie kennenlernen. Oh, sieht die Waffe da hinten schöner aus jetzt? Oder die? Auf jeden Fall. Ach, so, Junge. Geh mir zum Unterschlupf des Kreisauer Kreises. Wenn du mir sagst, wo du bist? Ach, da hinten. Ja, renn dich vor und sag dann nicht hier hin, sondern sag mir auch, wo du bist. Das ist so wie, da vorne links abbiegen, dann siehst du schon. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Folgen Sie mir. Ja, okay, mein Freund. So, Ich habe den Zeppelin gesucht. Was wissen Sie über den Zeppelin? Nichts. Gehen wir, Agent Laskowitz. Caroline wartet auf Sie. So soll es auch bleiben. Und jetzt verschwinden Sie. Ja, wir müssen die eh noch später nochmal abknallen, die beiden. Dafür sorge ich schon noch. So, erstmal hier hin. Hier ist der Eingang zum Unterschlupf des Kreisauer Kreises. Gehen Sie rein. Caroline will mit Ihnen sprechen. Ist auch sehr, ne? Also, wenn man die jetzt, entdeckt, dann weiß man, warum, wegen dem riesengroßen gelben K. Also, eine tolle Tarnung ist das jetzt nicht wirklich. So, wo gibt's denn hier noch so ein bisschen Secret-Sachen? Was sowas für mich? Gut, Sie zu treffen, Agent Blaskowitz. Bei den kriegsähnlichen Zuständen hier sollten Sie sich besser von den Straßen fernhalten. Wenn Sie irgendwo hin müssen, empfehle ich die Dächer. Oben werden Sie kaum gesehen.
Oder Sie nehmen die Kanalisation. Dort stinkt es, ist aber besser als erschossen zu werden. Wenn Sie noch nicht beim Unterschlupf des Kreisauer Kreises waren, sollten Sie bald dorthin. Unsere Anführerin, Caroline Becker, würde gerne mit Ihnen reden. Sie hat Informationen über Ihre Mission. Ist okay, mal später. Ich will dir noch ein bisschen was suchen. Gold zum Beispiel. Es war doch hier irgendwo. Irgendwo lag da noch was. Bin ich jetzt blind? Moment. Ja, komm, ran, renn. Da, genau. Nochmal ein bisschen Gold. So. Hier ist doch bestimmt auch noch was, oder? Nein, hier nicht. Hier auch nicht. Gut, schade. So, jetzt können wir so Caroline. Die alte Apfelsine. So. Oh, mach auf das Ding hier. Haben Sie Schwierigkeiten, uns zu finden? Nein. Also bei dem riesengroßen K dürfen selbst die Nazis euch finden. Ein Mann? Mann. Na? Sie sind also der Amerikaner, was? Erik meinte, dass Sie beim Bahnhof ganz gut mit der Waffe waren. Man erzählt hier, dass die Leute am Bahnhof in der Luft schwebten. Aber man trinkt hier auch eine ganze Menge. Ja, dann trink du mal dein Lampenöl oder so. Denn die schwebten wirklich. Und ich bin mehr als nur mit der Waffe gut. Also Erik Engel hält sie für vertrauenswürdig. Ich denke, er ist da etwas vorschnell. So ist er nun mal. Aber Caroline vertraut ihm und er hat seinen Job als ihr Stellvertreter gut gemacht. Als er herkam, blutend und verwirrt, seine Frau von den Wölfen zu Tode geprügelt, war er fast wahnsinnig. Caroline hat ihn zu sich genommen wie ihren leiblichen Vater, hat sich um seine Wunden gekümmert, ihm einen Job angeboten. Wenn sie der Kopf der Operation ist, ist Erik das Herz. Papa, bist du das? Warum bist du so groß? Okay, lass mal das. So, hier gibt's doch noch was, oder? Irgendwo war hier noch was. Ich meine, hier gab's noch so ein Geheimfach mit netten Sachen. War das hier? Genau. Mal auf. Ich geh mal hier hoch, ne? Bedien mich mal. So, hier wird's noch Granaten geben. Wenn ich nicht schon welche gekauft hätte. Und hier ist nochmal ein bisschen Gold. 2 von 44. Wir nähern uns langsam. So, hüpfen hier runter, Mann auf. So, scheiße, dass man hier im Gebäude nicht rennen kann. Jetzt geht's hier lang, genau. So, hier runter. Und du mit Caroline. Über Schwachstellen reden? Ich halte Anton und Stefan für gefährlich. Die Schwarzmarktbrüder? Die werden nicht die Hand beißen, die sie füttert. Hoffen wir, dass die Wölfe sie nicht irgendwann besser füttern. Werden sie nicht. So, Meister. BJ, das ist Caroline Becker. Sie leitet den Kreisauer Kreis. Agent Laskowitz, der Kreisauer Kreis dankt Ihnen für Ihre Hilfe beim Bahnhof. Aber wir können Ihnen nicht helfen. Wir haben mit der Befreiung Isenstadts genug zu tun. Oh, er wird deine Hilfe nicht benötigen, Caroline. Ich habe ihn im Kampf gesehen. Ich denke, er könnte ein starker Verbündeter sein. Darüber werde ich entscheiden. Wenn es stimmt, dass Alpha Wolf Zeta ihr Ziel ist, wir haben ihn zuletzt an einer archäologischen Ausgrabungsstätte außerhalb der Stadt gesehen. Die Sicherheit wird extrem hoch sein. Wir haben keine Ahnung, was die Wölfe da planen. Reine Zeitverschwendung. Sie würden sofort erschossen. Aber wenn Sie unbedingt wollen, ich habe die Position auf Ihrer Karte markiert. Meinst du die Karte da vorne? Da muss ich hin? Da? Was hast du denn? Brauchst du einen Vic Blau oder was? Oder was hast du sonst für ein Problem? Hast du noch was zu sagen? Hey, BJ.
Vergessen Sie nicht, dass Sie auf dem Schwarzmarkt Vorräte bekommen. Den Brüdern, die ihn leiten, können Sie vertrauen. Jedenfalls, solange Sie Geld haben. Garantiert habe ich immer Geld dabei. Und du? Eins noch. Wenn die Wölfe gewusst haben, dass sie zum Bahnhof kommen, gibt es einen Maulwurf bei uns. Lassen Sie sich im Hinterkopf Augen wachsen, Amerikaner. Ja, sehr nett. Und du an den Füßen oder so. So, mit diesem kleinen Rundgang und Gesprächsoption beende ich diesen Part. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Und dann auch mit mehr Schuss-Action versprochen.